Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Wallonia. Ja, wir hatten gestern einen Livestream, das war noch im letzten Jahr und heute haben wir ein neues Jahr. Ich freue mich so auf 2018, also es hat schon gut gestartet, ich konnte wieder mal richtig gut schlafen. Und mir geht es einfach viel besser. Ich merke, wenn ich Erfolg habe auf YouTube oder einfach ein neues Projekt habe oder so, dann geht es mir viel besser. Dann bin ich gesunder und fitter und alles. Ja, ich habe einen Stollen gefunden, drei Sättel gefunden und eine eiserne Pferderüstung. Und habe noch ein bisschen geangelt. Ich glaube, die Fische sind hier drin. Die nehmen wir natürlich mit. Und ja, viel Gold gesammelt in den Stollen. Sehr gut. Das Eisen, ja, das ist jetzt nur ein Eisenerz. Ah, hab noch mit Anel trägt Gucci befreundet gestern Abend. Hatten es, ja, ziemlich lustig. Und, ja, können jetzt eigentlich nach Pferden suchen, aber das möchte ich dann gerne trotzdem alleine machen. Das ist dann einfach ein bisschen zu streckend. Weil ich möchte ja das Let's Play eigentlich so gut wie möglich mit Rollenspiel machen. Und habe jetzt einfach noch niemand, außer vielleicht dann der Tobias, wenn er dann auf den Server ist. Der muss noch warten auf die Knuddelchen, bis sie ihn anschreibt bei Skype. Jo. Und dann können wir eigentlich Rollenspiel machen. Ich hoffe, er will hier im Dschungel leben, weil es ist schon ein bisschen anstrengend. Aber es ist natürlich am schönsten hier. So. Er kann ja sich auch irgendwo einbuddeln, wenn es ihm nicht gefällt. So. Oder irgendwo ins Gebirge da drüben. Ich habe übrigens noch einen Weg aus Fackeln langgezogen, damit Heinrich weiß, wie er da herumgehen soll. Jetzt kommen recht viele Leute plötzlich, super. Ja, ich brauche Diamanten, das ist das Wichtigste, das können wir mal besorgen. Es gibt eine neue Farmwelt. Muss nur richtig schreiben können, so. Gleich noch mal ein bisschen weiter weg, damit ihr es nicht so hört beim Schreiben. So. Weil ich bin immer so bequem und liege so fast auf dem Tisch. Das ist einfach krankheitsbedingt. So. Gehen wir direkt im Gebirge rein. Wassereimer habe ich. Und ja, können eigentlich dort reinbuddeln. So. Mache ich am besten hier wieder zu. Damit nicht die alle wissen, ja, ich farme hier. So. Und dann geht's nach unten. Ich brauche unbedingt Diamanten, das ist das Wichtigste im Leben. Nein, nein. Aber es ist, ja, natürlich ein weiterer Fortschritt, den man halt auch gerne hätte. So, endlich mal verzaubern können und so weiter. Ja, ich habe viel gekämpft, also ich habe jetzt ein paar Level noch gemacht. Ich glaube, wir waren Stufe 16. Und eben noch ein bisschen geangelt bis Stufe 20 und vier Level noch im Stollen gemacht. Also viel ist es nicht, aber es war schon cool, weil an jeder Ecke war ein Creeper und ich konnte den durch die Stollenzäune hindurch bekämpfen. Also ja, es sind nur, glaube ich, zwei explodiert, weil sie halt doppelt waren manchmal. Aber extrem viele Creeper und das mag ich überhaupt nicht. So, wir sehen das an der Minimap unten, ganz winzig. Wir haben schon 25, ja, Stufe 25 von 0. Ja. So, kein Lavasee, das ist gut. Da ist aber eine Schlucht. Jetzt weiß ich gar nicht, in diese Richtung war es ja weg vom Spawn, weil sonst sind wir dann plötzlich in der Spawn, im Spawn-Schutz drin. Mal ein bisschen ausleuchten. Und wir haben schon 10. Okay. Das ging schneller, als ich dachte. Ich habe jetzt extra nicht mehr geschaut. So. Weil ich ja sah, dass es jetzt unten ist dann.
Gut, wir haben schon mal Eisen gefunden. Ja, und in der zweiten Folge, die dann morgen kommt, können wir dann noch ein bisschen bauen. Es sind momentan halt auch mehr Spieler online wieder. Es ist sehr gut besucht, dieser Server, und wenn man dann High Steps platziert, dann kommt der Server nicht nach, weil er natürlich noch anders rendern muss. Und ja. Ja, Redstone brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Aber vielleicht jemand anders dann, oder vielleicht machen wir auch irgendwie so verschiedene Sachen. Wenn es geht, können wir irgendwo ein Dorf suchen in der normalen Welt und dort ein Dorf aufbauen, und dann brauchen wir Redstone, weil wir brauchen sicher Mending-Bücher und ja, halt einfach andere Bücher beziehungsweise Karten noch. Ah nein, die gibt es ja gar noch nicht. Stimmt. Ja, gut. Aber ja, ich würde gerne ein Dorf mit ein paar meiner besten Kollegen aufbauen. Und dazu müssen wir halt eben suchen. Also, ja, vielleicht können wir das wirklich in der nächsten Folge machen. Oder in der heutigen noch. Weil es ist ja auch ziemlich schön. Ich nehme einen Sattel mit und ein bisschen Essen. Vielleicht ein bisschen Zucker, wenn das klappt. Aber ich denke, man muss ja gar nichts eigentlich mitnehmen für die Pferde aus dem Sattel. Aber dennoch eben, ich gehe auf Nummer sicher. Weil wir könnten ja sowieso nichts abbauen, beziehungsweise wollen ja nichts abbauen wegen der Bauwelt. Ich hoffe einfach, dass etwas in der Nähe ist. Sonst müssen wir lange laufen, weil wir keine Teleporter, glaube ich, haben. Jo. Und dann können wir das Spiel auch ein bisschen ausprägen. Und für jede, die mitmachen, wir können jederzeit, wenn ich nicht aufnehme, auch mal eine große Suchaktion uns gegenseitig helfen oder in einem Livestream sogar, damit einfach die Sachen, die in Minecraft halt ein bisschen lange sich ziehen, in Kürze gemacht wurden, und ja, dann können wir noch die Sachen aufteilen oder so. So, leider noch nichts gefunden, was Diamanten anbedarf, aber jetzt, nein, das ist ein Smaragd. Das sah so aus, weil es so dunkel war, wie blau. So, wieder Eisen. Oh, ein Babywuschel zerlegt. Wallonia. Sind leider ein paar recht kindisch, aber das ist natürlich normal. Also ich mache bei solchen Sachen leider nicht mit. Leider nicht. So richtig leider nicht. So. Ja. Dann können wir eigentlich Streetman. Ich mache das jetzt hier nach links und gehe dann so ein bisschen zurück. Nach rechts meine ich. Was habe ich jetzt mit links gesagt? Ah, ich dachte dann links. Weil dort hört es ja auf mit dem Gebirge, stimmt. Ja. Ja, da kann ich heute noch Path of Exile aufnehmen und Titan Quest. Titan Quest kommt sehr gut an. Da merke ich, das sind wirklich Leute, die das Spiel lieben dabei. Und ja. Ich weiß jetzt sonst nicht, was ich noch aufnehmen soll. Ich warte immer noch auf MMORPGs. Da gibt es eins, wo man relativ viel Survival hat. Ich kenne jetzt gerade den Namen nicht. Soll ich such mal kurz den Ding. Heißt, also Pain ist Singleplayer, Bless ist es. Bless mit zwei S. So. Das ist eben ein Spiel, was relativ viel möglich macht mit Fähigkeiten, mit Berufe und so Sachen.
Das lebe ich natürlich seit Minecraft. Das ist ja noch vor Minecraft sogar. Was habe ich eigentlich für Spiele, die relativ nah an Minecraft waren, früher gezockt? Es ist wirklich so, dass ich dieses eigentlich vermisst habe. Oder? Minecraft hat eigentlich das alles so ein bisschen rausgebracht. Aber es gab immer wieder Spiele, wie zum Beispiel Cultures. Da hat man ein Wikingerdorf aufgebaut, wo dieses Survival auch hatte. Man musste viele Wikinger beruflich ausbilden und musste ja gegen Leute kämpfen und so weiter. Das hat mich schon extrem früh, das war glaube ich 2003 oder so, das Cultures 2 hatte mich dann erst, habe ich dann erst gekauft. Also der erste Teil habe ich gar nicht mitbekommen. Dem Siedler 2, es war eben Strategie schon oder so, dass man survivalen musste, also, ja. Oder, Vagrant Story auf der PS1, das ist so ein Nebenprojekt von Square Enix, die Final Fantasy gemacht haben früher, nur für Final Fantasy gemacht haben. Und dann kam ja auch noch Kingdom Hearts und noch andere Produkte. Und dort war man sozusagen Kopfgeldjäger beziehungsweise einer von der Kirche, die einfach nicht religiös waren, sondern der Kirche geholfen haben. Und sie mussten dann nach Le Mans. Das war eine große Stadt, die untergegangen ist. Also waren überall Ruinen und so, und man musste dann dort drin überleben. Man hatte immer wieder fürchterliche Angriffe vor sich, musste dann speziell und taktisch kämpfen. Man musste seine Waffenkunst aufbessern und so. Also viel, viel mehr Rollenspiel als in Final Fantasy. Und was ist jetzt los? Ich bekomme Diamanten in Schalenweise. Gott. Jetzt muss ich kurz angeben. Das sind 17 Stück. Scheiße. Ach mein Gott. Hä? Gibt's das? Ja, in dem Vagrant Story hat so einen richtig mystischen, ja, schon fast zu realistischen Eindruck gemacht und hat eben so göttliche Monster da für uns zu kommen lassen. Und es gab einen der coolsten Bösewichte. Also er war gar nicht so böse. Aber ich meine dann nicht der Rosenstolz, oder wie er heißt, sondern der Sydney. Der Sydney war so ein kleines, feines Bübchen mit blonden, langen Haaren, der aber extrem coole Krallen hatte, den er die ganze Zeit trug. Bis am Ende, glaube ich, da hat er sie verloren, aber das war so ein geniales Spiel. Ich würde es am liebsten jetzt Let's Playen, aber es ist wirklich nicht gerade so actionreich, beziehungsweise es hat ein sehr taktisches Kampfsystem. Also, wenn ihr es wollt, natürlich kann ich das mal Let's Playen. Und ich will sowieso noch Gauntlet nochmal ein bisschen ja, mehr bringen. Es war schon ein bisschen zu zäh im Schwierigkeitsgrad schwer, da mache ich lieber mittel, mache ich lieber leicht am besten, damit wir da nicht allzu lange warten müssen. Jo, und es sind wirklich alte Spiele, die besonders gut waren. Da hatte man noch Zeit, da musste man nicht alles wegwerfen, auf den Markt werfen, also es ist wirklich super, dass momentan Emulatoren sind, die das noch machen, weil ich komme wahrscheinlich sonst nicht an einen. Oh! Shit. Ich hab's überlebt, weil der nicht mitkommt.
Oh. Wieso habe ich so Pech in diesem Server? Heftigst. Ja, ich sollte nicht nach oben graben und dann Gegner besiegen wollen. Die Höhle hat sowieso nichts gehabt, scheinbar. So. Ach, diese bösen Creeper die ganze Zeit. Wieso habe ich so viele Creeper? Wieso bin ich so ein armer Typ? Weil alle in der normalen Welt sind und ich natürlich 100% Monster an mich habe, denke ich. Ja, ja. So, mach mir direkt eine Spitzhacke. Ja. Ich habe mal eine Spitzhacke, damit wir da noch Obsidian abbauen können. Aber erst, wenn wir bei Obsidian oder bei einem Lava See sind. So. Ja, für diesen Leveln mit Redstone könnten wir auch noch. Sonst müssen wir nämlich angeln oder sonst irgendwas machen. Jo. Ich weiß nicht, Home gibt's das hier? Das wäre natürlich sehr praktisch. Ich habe mich natürlich wieder null über die Plugins informiert, die da auf dem Server sind. Kann man das machen? Perfect Backup Farm World, Farm Edit, Easy Set Spawn, LWC, Chest Command, Sleep Percentage, Just Infc, Chair Stairs, Lockwart und World Guard. Ja, also. Ja, sind nicht dabei. Aber vielleicht hat ein anderes so eine Funktion. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt gehen wir an den am Loch, wo wir runtergingen, zu diesem Lavasee, zu diesem Schlucht, ja. Und können noch ein bisschen leveln hier. So, Kohle habe ich aber genug gefarmt. Die sammle ich jetzt nicht ein. Das bringt nur wenig Level. Aber hier überall jetzt. Das ist praktisch. So. Schon 27. Prima. Also, jetzt müssen wir in die Richtung. Gut. Jo. Ist eine schöne Folge heute. Bisschen meinen. Ich habe immer gerne gemeint. Ich fand dieses, ja, relativ gute Glücksspiel mit den Diamanten immer so ein bisschen toll. Habe aber nie angefangen, viel angefangen mit den Diamanten am Anfang. Also, ja, es hat mir ein bisschen zu viel gestreckt meistens, wo es noch nicht so viel Content gab. So, liebe Wasserfälle, dürft ihr bitte weg da? Ich möchte gerne abbauen. Ja, genau. Da oben ist noch ein Ding. Ich habe noch keinen Bogen. Wo? Von drüben. Machen wir das anders. So, ja, die Redstone nehme ich, ja. Da ist der Angefangene. So. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr rauswerfen. Das Granit, das brauche ich natürlich momentan nicht. Und nochmal ein Stack Bruchstein. Mit dem anderen bauen wir hier zu und gehen rüber zur Lava. Können direkt mal kurz die Spitzhacke machen, bevor wir ja, das abbauen natürlich. Sonst bringt es ja auch nicht viel. Und ich habe kein... Ah doch, ich habe Holz. Boah, macht mir doch nicht so viel Angst. So No-Way-Möglichkeiten in Minecraft habe ich natürlich nie gerne. So. Noch etwas auswerfen. Ja, die Cobblestones, ja. Nicht so abbauen, so abbauen. Ein bisschen sparen, damit wir es gleich verzaubern können und nicht schon die Spitzhacke kaputt ist. So. So, jetzt können wir mal probieren, ob wir schon beim Lavasee sind. Ja. Ich denke schon.
Jo. Also, mal Wasser drüber gießen. Und schon mal lassen, weil sonst ist unterhalb auch noch Lava und ja, der Obsidian ist dann weg. So. Geht halt einige Zeit. Ist natürlich normal so. Ich glaube 20 Schläge mit einer normalen Diamant-Axt oder so. Eine Spitzhacke. Joa. Sehr gut. Ich habe kein Abbaugeräusch beim Obsidian. Erst beim, also wenn es wirklich abbaut. Deshalb weiß ich nicht, ob ich treffe, aber ja. Wir brauchen ja kein Portal, also können wir jetzt schon wieder zurückgehen. Aha, ich habe wieder das im Inventar. So. Ja, eins mehr haben wir gemacht. Sehr gut. Und, wir müssen gar nichts mehr aus Obsidian. Also eins kam ja noch dazu, das war, was war das? Ah, Leuchtfeuer, das gibt's jetzt schon, okay. Aber wir machen nur eine ein Zaubertisch. Auf Deutsch. So. Sind immer am Spawn, also sind das so Leute, die schon von Anfang an dabei sind und ein Haus bauen konnten hier, oder sind die noch am herum chillen? je nachdem. So, jetzt haben wir 21, also jetzt machen wir noch einen Zaubertisch und Bücherregale. Ich habe gar keine Bücher gefunden in einem Dorf, glaube ich. Weil wir haben gar kein Dorf mehr gefunden im Livestream, hä? Gut, ja, meine Konzentration ist gerade am Arsch. So, dafür, wenn ich mich manchmal ein bisschen verplappe. Das hat aber krankheitliche Ding. Und weil ich jetzt gerade erst aufgewacht bin, ich wollte eigentlich früher noch ein bisschen aufnehmen wegen der Farmwelt. Damit wir da frisch haben. Aber, ja. Ist nun mal so. Ich muss da noch etwas essen, ich habe noch nichts gegessen. Leider kommt man da immer wieder ans Stoppen wegen den Lianen. Aber ja, das wird wahrscheinlich weggemacht von Heinrich. Der Baum hier auch. Der ist zu dick. So. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Es ist ein wunderschöner Weg irgendwie. Es gefällt mir so, hier immer durchzulaufen. Da stört es mir nicht, dass ich halt ein bisschen längeren Laufweg habe. So, das habe ich jetzt gedrückt, wahrscheinlich auf der Seite von der Maus. Gut. Ja, also morgen gibt es dann wieder einen Livestream. Um 16 Uhr, immer um 16 Uhr. Das ist die beste Zeit für mich. Weil ich dann gerade Pause habe vom Sport. Und für die, die es halt nicht direkt schaffen, es anzuschauen, weil sie noch Schule haben oder sonst irgendwas, dann könnt ihr das gerne nachschauen. Die Videos sind ja sogar, glaube ich, bessere Qualität dann. Aber es wäre natürlich schon toll, wenn ihr dabei seid, weil es unterstützt mich ja auch sehr. Ich mache jetzt noch Bücherregale, muss noch Leder haben. Leder sieht so komisch aus in diesem Textbook hier. Und Zuckerrohr. Noch mehr Zuckerrohr. Ist noch nicht gewachsen. Ich pflanze noch ein bisschen mehr an hier hinten. Jetzt kommen wir da nur zu ein paar Bücherregalen. Das ist nicht so gut. So. Und wenn ihr ein anderes Spiel kennt mit Survival, das ihr gerne sehen wollt, ich mache das natürlich sehr gerne. Also, jederzeit dürft ihr irgendwas ein Spiel wünschen, natürlich bei mir. So, ich möchte ja die nicht fällen.
weil wir hier oben bauen. Dann muss ich halt hier ringsum. So, muss ich alles abbauen leider. Weil die sonst nicht gehen wegen dem Holz hier. So, machen wir direkt hier oben eins. Und zwar hier. Damit wir auf jeder Seite Zucker haben. Und bis zum nächsten Part, der am Morgen vor dem Livestream eigentlich kommt. Ja, ein bisschen früher morgens dann. Können wir dann schon den Zaubertisch machen. Ja. Ja, nicht der. Der da. So, machen wir hier auch einen. Muss nur hier, nein, nicht das. Oh, das. Dankeschön, liebes Minecraft. So, leider kommen hier auch Lianen runter. Die müsste ich eigentlich ganz fällen. Ah, ja, es ist nicht so gut, den Dschungel anzubauen. An einem Fluss, da könnte man alles anbauen. Schön am Fluss entlang. Ja, ich habe doch gar keinen. So, haben wir die Spitzhacke weg. So. Und dann noch hier. Habe ich jetzt irgendwie etwas gedrückt, dass die Minimap schwarz wurde? Das ist einfach, weil wir jetzt hier unten unter einem Blattwerk sind. So. Und hier, hier. So. Es ist einfach bei mir mit der Steuerung ein bisschen blöde, weil die Tastatur sehr weit nach links ist. Einfach wegen den Geräuschen vom Headset. Da kaufe ich natürlich ein neues. So, unter dem Livestream und den Livestream-Aufzeichnungen gibt es auch einen Link, wo ihr ein bisschen spenden könnt für so einen armen Typen wie ich. Und, ja, wenn ihr einfach zuschaut, kann ich natürlich auch etwas verdienen, weil ich werde momentan sowas von niedergeschlagen von den Versicherungen und von den Hausärzten. Vom Krankenhaus, ich war ja anfangs Dezember im Krankenhaus. Die haben mich nur, die haben nichts für mich gemacht. Die haben mich nur im Krankenhaus liegen lassen. Das war schon extrem. Also ich bin momentan, ja leider extremst angeschlagen. Aber mir macht mir so viel Freude, wenn ihr zuguckt, wenn ihr Kommentare schreibt und ja, alles Mögliche macht da für mich mitspielt und ja, es ist einfach wirklich super toll, was ihr für mich macht. So, jo, dann haben wir hier eigentlich, ich mach da mal noch den Baum weg und auf den nächsten Part werde ich dann noch ein bisschen warten. Ich werde aber zuerst auf die Suche gehen nach nach einem Dorf. Hä? So. Und vielleicht noch Savannen beim Baumsetzlinge. Jetzt habe ich die wirklich in die Kiste getan. Das geht doch nicht. Ah, habe sowieso nur noch eins gehabt. Deshalb habe ich die in die Kiste getan. So, also prima, haben wir da auch schon ein bisschen mehr angepflanzt. Komm jetzt, Setzling. Das gibt manchmal einfach keinen Ton. Was auch noch. So, also ihr seht, es ist recht schwer in einem Dschungel viel anzupflanzen von diesen Zuckerrohren. Ich werde hier runter, also das Blattwerk hier noch wegmachen und hier runter ein bisschen anpflanzen, Zuckerrohr. Das sieht dann auch so ein bisschen japanisch aus, so ein bisschen, ja,
Panda-mäßig. Man könnte so Pandas hinpflanzen aus Wolle. Das wäre cool. So, ja, dann können wir dann gleich beginnen. Ich lasse alles natürlich draußen. Und könnten wir noch Eisen reintun. Kohle mitnehmen. Machen wir die Hälfte rein. Und hier auch die Hälfte. Und hier können wir noch, ja gut, das ist jetzt nicht so nötig momentan. Nochmal Eisen. Da haben wir genug Eisen für richtig viel zu bauen. Vielleicht einen Eisengolem irgendwo hinstellen. Ach ja, unser schönes kleines Dörfchen noch. Ja, Wallonia. Dankeschön fürs Schauen. Morgen nächster Part und Livestream 16 Uhr. Nicht vergessen, wenn ihr natürlich dabei sein wollt. Tschüss.